So, ihr Lieben, heute spielen wir wieder eine Runde Winkeltier und keine Sorge, wir fangen nicht wieder von vorne an. Ich muss mal ganz kurz hier noch checken, dass gleich nicht das Handy bimmelt. So, sondern ich habe einfach mal Bock zwischendurch. Ja, wir werden auch weiterhin mit dem eigentlichen Spielstand weitermachen, aber heute machen wir was ganz Besonderes. Heute bauen wir ein Dorf. Ja, ich habe auf Kreativmodus hier gestellt, das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und das werden wir auch machen. Ja, wir nehmen jetzt erstmal hier alles weg. Zack, 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 zack. So. Und wir bauen uns hier ein richtig, richtig schönes Dorf. In der Mitte mit einem kleinen Markt und drumherum ein paar Häuschen. Unglaublich, aber wahr. Mit, keine Ahnung, einem Schmied, einem Bauernhof, einem Bäcker und. Ein bisschen Nase läuft. So. Damit fangen wir an. Zack. Glatter Stein. Und bitte keine Wände. Wände sind der Feind. Quasi so. Aber da kommen sowieso wieder Wände dazu. Ist aber nicht schlimm. So. Und das hier ist jetzt der Eingang zum Dorf. So. Und hier machen wir uns jetzt hier so einen Dorfplatz hin. Ungefähr jetzt erstmal so die Ausmaße. Ja, das reicht. Okay. So. Im relativ gleichmäßigen Verhältnis mal. Zack. So. Jetzt können wir uns hier auch die Wände erstmal wieder wegklöppeln. Denn das hier wird unser Dorfplatz. Unser schöner, kleiner, man kommt hier rein, das ist das Dorf. Und geht hier so hin. Hat hier in der Mitte den Platz, wo auch ein Markt stattfinden könnte zum Beispiel. Ach, ist das fein, oder? Ach, schön, schön, schön. So, aber was fehlt einem Dorf? Richtig, Häuser. Also bauen wir auch Häuser. Und zwar unterschiedliche. Wir müssen gucken, dass das hier alles so richtig passt, so wie ich mir das alles so ausklamüsert habe. Und ja, legen wir mal los mit einem ganz normalen Dorfhaus. Erstmal normale Wände. Da muss man so ein bisschen immer tricksen, weil er will instinktiv alles richtig machen, aber macht dadurch halt viel falsch. So ist besser. So. Schwupp. So und vielleicht so. Ja, schon ganz gut so. So. Ach nee, stimmt, braucht man gar nicht hier. Dann kann man auch so basteln einfach. Ja, so. Okay. Jetzt braucht dieses Ding auch eine Tür, logischerweise. Und zwar eine schöne Tür für außen. Und hier auch so. Zum Beispiel so eine Tür setzen. Zack. So, oh, das ist aber falsch, oder? Ach nee, das ist genau, das ist tatsächlich direkt falsch. Habe ich direkt verkackt hier. So, da das hin und hier noch so ein schönes Fensterchen in die Richtungen. So einfach ist das. Kann ich eine Ansicht auch? Achso, das sind die Filter. Okay, das sind alles. Okay, machen wir erstmal weiter. Schwupp. Wie kann ich das jetzt nicht mehr bewegen? Nochmal neu. Ja, übernehmen, danke. Und so sieht das Dorf im Augenblick aus. Hier sind die Fenster von dem... Also hier ist... Das Dorf ist doch kein Dorf, sondern eine Hütte. Aber wir arbeiten uns darauf hin. So, die Hütte bekommt noch Innenwände natürlich. Natürlich. So. Zack, hier ist so quasi der Flur, wenn man reinkommt. Ne? Und hier. Hier schön mit so einer, mit so einem doppelseitigen Gedöns hier rüber ins Wohnzimmer. Hier ist nochmal hier so eine kleine Küche oder sowas. Und hier geht's in den Garten. In den Garten. So, und da gibt
jetzt auch noch mal ein schönes Fenster hier hin. So, und dahin vielleicht auch noch mal und nach hinten auch. Und dann ist der Bums fertig. Richtig schöne kleine Hütte. Ja, mit schönen Dielen und allem. Kann man hier auch mal so eine gesprungene Diele auch mal reinhauen. So. Okay. Anschließend machen wir jetzt hier auch ein Haus. Aber dieses Haus ist anders. Das hat einen anderen Fußboden zum Beispiel und andere Wände. Na, da muss man so ein bisschen mal variieren. Ne? Hier so eine Mauer zum Beispiel. Ja, sowas. Oh, jetzt ist das wieder ein bisschen verrutscht. Und immer so ein bisschen hier nachkorrigieren, weil er halt natürlich zwischen zwei Fußböden keine Wand setzen will eigentlich. Ist ja auch richtig. Dieses Haus hat keinen Garten, ist dafür aber tatsächlich sogar etwas größer. Geht hier noch um die Ecke. So. So. Dann haben wir schon mal den Außenbereich fertig und können jetzt hier zum Beispiel auch so schöne Fensterläden hinsetzen. Schwupps. Was ist das? Großes Fenster. Oh, das ist aber auch schön. Hier kann man so ein großes Fenster, vielleicht das große Fenster vielleicht nach hinten raus, ne, dass nicht alle mal glotzen. So. Und so. Okay, dann brauchen wir eine Tür. Da haben wir sie. Dann geht's hier rein. Und hier gibt es dann so Halbwände. Das ist auch schön. Upp, eine Tür können wir noch von der Tür da rein. So, auch schön. Und das ist die Wohnstube quasi. Und hier. Ups. Muss ich gleich nachkorrigieren. Hier kommt die Küche hin. So, dann können wir da auch nochmal ein Fenster hinsetzen, anderes. So. So. Und ein Torbogen. So. So, und dann machen wir hier so einen schönen Bogen noch rein. Ach, fein. Ne? Dann kann man hier pennen. Ja, das ist eine schöne. Das ist ein schönes Haus. Hübsch. Ja, dann machen wir jetzt noch eine Schmiede hier hin. Da muss ja auch mal ordentliche, anständige Schmiede geben. Was nehmen wir da für eine Wand? Nehmen wir die Wand. Ne, den haben wir hier, den Steinboden. Nehmen wir das als Schmiedeboden. Lassen wir das hier ruhig mal getrennt auch. So. Man kann auch so ein großes Fenster hindern. Zack, guck mal, geil. Und machen wir da auch ein Fenster hin? Ne, ich glaube da nicht. Eine Tür. Und innere Wände brauchen wir natürlich auch. Allerdings auch hier wieder machen wir so und so. Und auch hier so einen schönen Flur erst hin. Und hier ist die große Schmiede. Und dann muss man hier halt noch so einen extra Raum einfach mal setzen. So. Oh, ach Mist. Zack. Verklickert. So, ist das doch schön. Ja, haben wir doch schon schön was geschafft. Ne? Dann machen wir jetzt hier noch so ein kleines Häuschen hin. Nichts Wildes. So, welche Wände nehmen wir dafür? Erstmal muss ich hier diese Wände quasi wieder reproduzieren. So, und da kommen dann diese Wände hin.
Es ist jetzt nicht das Größte, aber trotzdem ein kleines, behagliches Haus. So, da kommt dann auch wieder eine schöne Tür rein. Aber die bauen wir diesmal etwas mittiger. Ein schönes Fensterchen dazu. Hat ja gar kein richtiges Fenster. Doch, da hat er richtige Fenster. Verzierte Wand mit Mosaikfenster. Ach, guck mal, ja, das ist aber was ganz was Feines hier, ne? So, so und so. Dann kann man nicht direkt reinschielen. Und nach hinten raus gibt es richtige Fenster. Irgendwie, oder? Was ist das? Hier so Fensterläden. So, dann bauen wir drin noch, bauen wir das drin noch ein bisschen aus. So. Und so. Und dann hat man hier auch, ne? Hier ist Wohn- und Essbereich vielleicht. Hier ist Schlafbereich oder so. Muss man mal gucken. Vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, das andersrum zu machen. Ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das haben will. Ich glaube, so ist ganz gut. So. Und hier oben bauen wir auch noch was Feines hin. Nehmen wir noch mal hier so einen Holzboden hier oben. Was nehmen wir da noch mal für Wände? Wir haben, glaube ich, jetzt so ziemlich alles durch, ne? Dann nehmen wir noch mal hier die gemauerten Geschichten. Vielleicht können wir hier auch so zum Innenbereich machen. Bisschen Schluck auf. Ich habe eben chinesisches Essen gegessen und das war überhaupt gar nicht so geil. Bäh. War eher so nicht so geil essen. So ein kleines Innending. Aber hier muss doch eine Wand hin. Und eine Tür, ey. Wupp. So, machen wir hier noch eine zweite Tür, damit das hier nicht so zieht. Und zack, da so ein Durchgang. Und noch eine Tür. Die kommt einfach hier hin. Und dazwischen kommen einfach schöne Fenster auch. Zack. Zack. So ein kleiner Innenhof mit ganz viel Fensterzeugs. So. Schwupp. Schwupp. Und schwupp. So hat man noch schöne Räume. Fein. Jetzt haben wir hier ein richtig kleines, schönes Dorf. Das ist doch eine geile Sache, oder? Und jetzt schauen wir mal eben, dass wir hier noch, haben wir hier noch die, diese, da, die hier, die Steinböden-Dinger. Oh, das war dumm. Das war nicht gut durchdacht. Nee, nee. So. Ach, das wird jetzt wieder weggehen, ne? Aber okay, dann werden wir das hier auch wieder wegnehmen. Das hier bitte auch. Danke. Dann lassen wir das erstmal so da, wie es ist. Und dann sieht das hier alles ganz gut aus. Jetzt alles übernehmen. Ja, bitte. Danke. Können wir uns das auch mal ansehen hier, ne? Wir können hier ein bisschen rumrennen. Ja. Hier auch mal ein bisschen die Hütten ansehen. Hier. Richtig schön. Oben die Schmiede, die ich mir so vorgestellt hatte. Richtig feine Sachen. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das jetzt auch vernünftig einrichten. Wie sind wir? Zeitlich passt das noch alles. Guck mal. Hier kann man dann auch in diesem Bereich noch, ne? Ja, ich glaube, das ist alles fein. Oder? Ist doch eine schöne Sache hier, ne? Kann man sich hier schön mal auch umgucken. Ja, also ich finde das richtig knorke. Okay.
Gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Ach nee, nicht da, sondern kaufen. Dekoration. Da. So ein Bett kann man hier gar nicht kaufen, oder? Leider nein, leider gar nicht. Also dann muss die ganze Sache halt ohne Bett auskommen. Okay, fangen wir an mit der Einrichtung von diesem Haus. So ein paar Teppiche hier hin. Vielleicht können wir das hier auch drum. Den Raum auch komplett mit Teppichboden auslegen. Leider nicht. Passt nicht so ganz. Schade. So. Können wir da oben noch einen hinlegen? Nicht den dann. Okay. Aber einen anderen. Oh, der ist aber klein. Hier können wir noch so einen schönen Teppich auch nicht hinlegen. Aber den können wir hier hinlegen. Guck mal. So. Sauber. Passt der vielleicht genau da rein? Das wäre doch cool, oder? Nein, tut er nicht. Okay. Ein Bett fehlt hier wirklich so. Ein schöner Kamin. Oh, der ist aber neu, der Kamin, ne? Also bisher habe ich den noch nicht gesehen. Oh, das ist aber fein. Können wir den so schräg? Nein. Also normalerweise steht ja so ein Kamin immer in so einem Wohnbereich oder so. Oder in der Küche, ne? Und jetzt dann müssen wir den so stellen, dass er halt im Wohnbereich und an der Küche steht, quasi. So. Paar Stühlchen hier hin. Alles Katzenbild an die Wand. Irgendwo. Da. Auf der anderen Seite hier kommt der Herd hin. Oh, das ist aber wirklich also auch eine sehr volle Küche, aber fein. Voll, aber fein. Na, da ist der Kamin direkt da dran, ne? Das ist nicht unrealistisch, sage ich mal. So, ich kann auch so ein Gewürzregal oder so. Kann hier noch hin, ne? Kann es auch da hin? So, das ist die Küche, ne? In die Küche gehört aber auch zumindest noch ein kleiner Stuhl hier. Ein schönes Schlafzimmer. Ach, hier so ein dekoratives Schild können wir ja auch mal machen. Ne? Obwohl, hier nicht. Hier nicht. Weil das dekorative Schild. Ach, jetzt habe ich es da. So. Weg. Dann konnte ich es nochmal verkaufen. Mit F? Ja, mit F. Okay. So, hier ist der Schlafbereich. Da gehört ja auch vielleicht so eine Ankleidepuppe hin. Ist ein bisschen wie bei den Sims. So. Gute Nachtlaterne, aber ich habe kein Bett für den Schlafbereich. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Gehst du voll Erde als Bett? Toll. Naja, wenigstens haben wir einen Spiegel, ne? So. Geschlafen wird in dieser Welt scheinbar nicht. Kann man nichts machen, ne? Da müssen wir hier noch ein bisschen Dekor hinstellen und fertig. So. Ach ja, hier am Eingangsbereich, genau da. Mal her. Stellen wir das mal darüber. Und gehört ja auch so ein Fußabtreter-Teppich hin, ne? So. Ja, ein bisschen Dekoration gehört hier auch noch hin, oder? Zack. Sowas. Hier so ein bisschen behangen, ne? Ja, haben wir doch schon hier schön eingerichtet, oder? Also ich finde es hübsch. Ich weiß, es gibt hier auch keinen Schacht, ne? Also man kann ja auch nicht auf Toilette gehen oder so. Aber so ist das nun mal.
richten wir es hier auch noch mal schnell hübsch ein. So, mit ein bisschen Geblümchen in der Ecke. Ganz schön eng hier, ne? Das passt hier gar nicht hin. So vom Stil her passt das einfach nicht. Da muss mehr was anderes hin. Da muss mehr hier sowas hin. So, das passt schon eher. Okay. Nochmal hier so ein Fußabtreterchen. Und, ups. Ein schöner runder Teppich hier. Na, das ist hier mit diesem langen Läufer. Der lange Läufer quasi. So, der ist auch aufgefallen. So. Das passt nicht. So, ein schönes Poster von der Blume. Und auch hier vielleicht noch mal eine Küche. Hier so in die Ecke. So. Zack. Hier so ein Webstuhl noch hin. So. Hier hinten zieht er sich fein sein Gras. Und hier noch um die Ecke so ein bisschen. Schwupp. So. Hier noch einen schönen Busch. Zack, fertig. Auch hübsch. Auch hübsch. Fein, fein. Okay. Ich sehe schon, das dauert ein bisschen länger. Wir sehen in den nächsten ein bis zwei Folgen hier mal, wo das hinführt. Und dann machen wir weiter mit dem normalen Kram. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.